Frohe Ostern, Pablo. Das ist Pablo. Das ist Frau Hase. Das sind die Ostereier. Das ist der Hühnerstall. Das ist eine Ente. Das ist eine Gans. Das ist eine Taube. Das ist heiße Schokolade. Das ist Einpacken. Meine Augen sind offen. Meine Ohren sind offen. Mein Mund ist zu. Meine Geschichte fängt an. Es ist bald Ostern. Pablo, der Osterhase, malt Modelle für seine Ostereier. Er muss jetzt aber los, um die Eier zu holen. Er kommt in den Hühnerstall, aber oh nein, die Hühner sind alle krank und haben keine Eier. Pablo hat eine Idee. Er geht zu Frau Ente. Aber Frau Ente findet ihre Eier zu schön und zu weiß, um sie zu bemalen. Pablo geht zu Frau Gans. Frau Gans will ihre Eier behalten, denn sie sind so schön und so groß. Pablo geht also weiter. Und er kommt zu der Taube. Können Sie mir Ihre Eier geben? Fragt Pablo. Was? In einem Hasen soll ich meine Eier geben? Nein, sie sind zu schön und zu klein, antwortet die Taube. Die Eier von der Ente sind zu weiß, die von der Gans sind zu groß und die von der Taube sind zu klein. Was werde ich jetzt nur für Ostern anmalen, sagt Pablo ganz traurig. Er geht ganz langsam zu seinem Haus zurück. Als er zu Hause angekommen ist, erzählt er alles Frau Hase. Frau Hase hat eine Idee, damit es Pablo besser geht. Sie bereitet ihm eine heiße Schokolade vor. Autsch! Autsch! Das ist so heiß, schreit Pablo und lässt die Tasse fallen. Da fällt ihnen etwas ein. Die anderen wollen mir keine Eier geben, also werden wir Schokoladeneier herstellen, sagt Pablo. So, das sind die letzten, die wir einpacken müssen, sagt Frau Hase.
Seit diesem Tag versteckt Pablo immer Ostereier aus Schokolade. Und alle Kinder finden zu Ostern Schokoladeneier in ihrem Garten.